Die ganze Welt redet nur noch über Palworld. Palworld, Palworld, Palworld. Wo man auch hingeht. Ob auf Threads oder X oder Facebook oder Instagram oder YouTube. Nur noch Palworld. Und dann gibt es da natürlich auch noch das große andere Thema mit dem Spiel verbunden. Palworld versus Pokémon. Wer hat von wem ursprünglich wann wie geklaut und ist Palworld mit KI erstellt oder die Designs mit KI gemacht von den Pals oder sind das einfach nur dreiste Pokémon-Kopien? Das Internet ist sich gerade nicht wirklich einig und sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite hat sich eine extrem toxische Bubble gebildet, die die andere Seite mit Freuden angreift und mit Beleidigungen gerade so überzieht. Aber warum eigentlich? Wenn man sich Palworld mal genau anguckt und dann Pokémon daneben stellt, stellt man sehr schnell fest, die beiden Spiele haben eigentlich überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Während es bei Palworld grundsätzlich darum geht, den immer selben seelenlosen Grind durchzuführen, sprich Ressourcen abbauen, Ressourcen sammeln, irgendwas craften, Pals fangen, damit Pals für dich Ressourcen sammeln, weiter craften, weiter Pals fangen, um dann vielleicht irgendwann mal einen von diesen Türmen zu machen mit den Bossen. Warum genau man das jetzt machen soll, man kriegt am Anfang nur eine Meldung mitgeteilt auf so einem Tablet-Ding, das man dann dabei hat, von wegen, die Türme sind der Schlüssel und der Baum hält die Antwort bereit. Aber was das Ganze soll, keine Ahnung, es gibt keine wirkliche Story, keine Lore, kein Nix, es ist einfach nur alles da. Es ist eine Beta, zugegeben, da kann noch eine Menge mehr kommen, sie haben auch eine Roadmap jetzt angekündigt, wo man sehen kann, was sie alles jetzt noch weiter machen wollen. Critical Fixes, Crossplay mit der Game Pass und Steam-Version und so weiter und so fort. Aber es gibt trotz diesem, das bekannt ist, wie das Spiel abläuft, natürlich immer noch die ganzen Vergleiche mit Pokémon. Aber sehen wir uns Pokémon nochmal an. Pokémon hat den klaren Fokus, die Viecher sammeln, die Viecher trainieren und damit dann Kämpfe in Arenen auszutragen, die Liga zu besiegen, gegnerische Teams zu besiegen, generell Kämpfe zu haben und generell eine Geschichte zu erleben, einer belebten Welt mit vielen Städten zum Erkunden, vielen verschiedenen Orten zum Erkunden. Und das hast du in Palworld halt in dem Sinne nicht, weil du hast keine Städte. Und wenn wir uns die Designs der Pals mal angucken, da gibt es so das eine oder andere, wo man schon sich sagen könnte, es sieht doch aber verdächtig nach dem und dem Pokémon aus. Zum Beispiel das eine ist aus dem Lucario, nur ein bisschen ägyptischer angehaucht. Ja, schon, aber ein Design, das schon da ist, zu nehmen und dann ausreichend zu verändern, kann schon ausreichen, dass es kein Plagiat mehr ist. Und ich würde jetzt auch mal nicht den Ermittlern hier unterstellen wollen, dass sie Plagiate verwenden. Ich würde sogar behaupten, dass man sich hier durchaus kreative Gedanken gemacht hat. Wenn dabei jetzt KI im Spiel war, ja, dann kann man drüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber ich denke, es ist jetzt in der heutigen Zeit auch nichts Verwerfliches mehr, wenn man sich von KI helfen lässt, um einfach Arbeitsvorgänge zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wenn man nebendran aber trotzdem noch Künstler hat, die die grundlegenden Designs für einen machen und die KI das dann eben nur verfeinert, wenn es komplette KI-Designs sind, ja, dann muss man mal Fragen stellen, ob das überhaupt noch so richtig ist. Allerdings muss ich aber auch mal die Frage kurz in den Raum werfen. Warum ist das Spiel denn jetzt so erfolgreich, wie es ist? Ich meine, 6 Millionen verkaufte Einheiten in 4 Tagen, bei Kaufpreis glaube ich 30 Euro aktuell, zumindest auf der Xbox sind es glaube ich 30 Euro, auf Steam weiß ich es gar nicht, sind es vielleicht nur 20, ich weiß es nicht, PC-Spiele sind ja immer günstiger. Ich glaube, der Erfolg rührt daher, dass viele einfach sagen, ich spiele das Spiel jetzt, weil es so viele große Influencer vor allem auch spielen, auf Twitch und auf YouTube, und die alle sagen, es ist so gut und ich habe dann so ein bisschen FOMO und ich kann dann mitreden und kann auch schön auf Pokémon draufhauen, weil Pokémon ja zuletzt so scheiße war, obwohl, wie gesagt, die Spiele nichts miteinander zu tun haben, aber so gar nichts. Ja, also das ist zumindest mein Eindruck, dass viele das Ding gekauft haben, einfach nur mitreden zu können, um auch sagen zu können, besser als Pokémon, Pokémon ist scheiße. Und was mich bei der Diskussion auch ein bisschen aufregt ist, neben der ganzen Toxizität, die dabei ist, auch der Faktor, dass selbst große YouTuber und Streamer wie Gronkh, ja, der große Gronkh, anscheinend nicht wissen, dass Nintendo nicht zuständig ist für die Entwicklung von Pokémon, sondern Nintendo ist der Publisher. Jetzt muss man, um das zu verstehen, aber erstmal verstehen, wie das Ganze mit Pokémon überhaupt funktioniert. Pokémon als IP gehört sowohl Game Freak, als auch Nintendo, als auch Creatures Inc. Und die Pokémon Company wurde von allen dreien geschaffen, um Pokémon außerhalb des Gaming-Sektors zu vermarkten. Sprich, die Filme, der Anime, das Sammelkartenspiel, Plüschtiere, Plastikfiguren, jada, der ganze Kram halt. Für die Spiele ist aber einzig und alleine Game Freak verantwortlich. Nintendo könnte jetzt natürlich versuchen, Druck zu machen auf Game Freak und sagen, ey, sorry Leute, aber die Scheiße, die ihr abliefert, können wir so nicht rausbringen. Das können wir nicht machen.
Oder aber Game Freak kommt dann im Gegenzug und sagt, ja gut, wenn ihr das nicht publishen wollt, dann gibt es halt kein Pokémon. Denn Game Freak ist per se ein unabhängiger Entwickler. Die können, und das haben sie vergangen auch schon getan, für andere Systeme entwickeln. Diese Spiele laufen halt nicht. Aber sie sind jetzt nicht per se darauf angewiesen, dass sie jetzt Pokémon machen. Es ist ihr erfolgreichstes Ding. Ja, Pokémon ist immer noch die größte Marke der Welt. Aber man könnte theoretisch auch hingehen und sagen, gut, nur wenn ihr nicht publishen wollt, dann machen wir halt erstmal kein Pokémon, wir machen andere Sachen und versuchen da was aufzubauen. Ne? Es ist also eine Situation, in der sich beide ins Knie schießen würden. Sowohl Nintendo als auch Game Freak. Und Nintendo wäre ja dumm, garantierte Einnahmen liegen zu lassen. Deswegen wird sich an Pokémon so schnell auch nichts ändern. Leider, es ist halt ein Teufelskreis, aus dem keiner der Parteien wirklich ausbrechen kann. Aber es ist erschreckend zu sehen, wie viele Leute es gibt, auch unter den Großen, die ja immer von sich selbst behaupten, sie hätten einen gewissen Durchblick in der Industrie, sie wüssten durch ihre langjährige Erfahrung so ein bisschen in der Industrie Bescheid, dann festzustellen, es ist halt doch nicht so in vielen Bereichen. Das ist schon erschreckend. Aber ja, das soll es von mir zum Thema Pokémon vs. Palworld gewesen sein, das sollen meine 5 Cent gewesen sein. Wer an dem Ding Spaß hat, bitte sehr. All the power to you. Aber die ganzen Pokémon-Vergleiche sind hirnrissig. Spart euch das bitte, denn beide Spiele haben nicht viel miteinander zu tun. Es sind nur die Perls, die designtechnisch den Pokémon sehr ähneln. Aber das war's auch schon. Der Rest sind zwei völlig grundverschiedene Spiele. Und während die Pokémon für Pokémon integraler Bestandteil des Spiels und des Gameplays sind, kannst du in Palworld auch ohne Perls machen. Denn das grundlegende Gameplay ist halt nun mal seelenloser Survival-Crafting-Grind, wie man ihn schon tausendmal in anderen Spielen gesehen hat. Das funktioniert auch ohne die Pals. So, in dem Sinne, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen denkt, was ihr euch da so sagt. Ob ihr sagt, ey, ich bin aber auch super geil, Palworld ist das Geilste der Welt und es tritt Pokémon in den Arsch, weil es das Pokémon, das wir schon immer wollten, obwohl es nichts mit Pokémon zu tun hat. Aber ja, oder seid ihr auch so, ist mir alles zu doof, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr sehen und bitte geh einfach weg. Das ist zumindest meine Meinung momentan, weil ganz ehrlich, du wirst so zugebombt mit dem Scheiß, dass ich mir langsam wirklich denke, ja, ich war am Anfang auch ein bisschen interessiert. Dann hat jeder Idiot gezockt, gestreamt, du hast nur noch Palworld gelesen, bis ich mir irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht guckst du doch mal rein. Und dann habe ich noch mehr davon gelesen, da habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt mal auf den Keks. Jetzt will ich es wirklich nicht mehr sehen. Andere Spiele haben es viel mehr verdient, so gehypt zu werden. Zum Beispiel das geniale Another Code Recollection. Guckt euch mein Let's Play an, kauft euch das Spiel und spielt es. Das ist ein wirklich geiles Game, das es verdient hätte, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber nein, dieses, ich sage es ganz deutlich, 0815 seelenlose Grind-Game kriegt die Aufmerksamkeit. Da könnte ich persönlich wieder aus der Haut fahren. Aber wie gesagt, wer daran Spaß hat, all the power to you. Ihr habt eure Meinung, ich habe meine Meinung. Ich habe es erstmal kundgetan. War mir erstmal ein Bedürfnis, weil ja, auch ich möchte ehrlich gesagt ein bisschen mit dem Hype mitgehen und ein bisschen von profitieren, aber eben auch mal die neutrale Seite bei der ganzen Diskussion. Seht die fast neutrale Seite. Ja, der Kommentar gerade war nicht ganz neutral. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo wäre ein Traum, ich im Kanal sehr. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.